Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Lass uns mal wieder hier zu den Kaninchen gehen. Genauer gesagt ist jetzt Teil 2. Teil 2 des Stallbaus. Und wie ihr hier wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, ist das Ding noch nicht fertig. Von daher, so muss ich es leider sagen, werden wir wohl noch einen Teil 3 über uns ergehen lassen müssen. Also, was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe das Ding jetzt versucht fertigzustellen. Dieser Versuch blieb erfolglos, muss ich sagen. Also das ist jetzt der Stand der Dinge. Aus einem lass mal schnell einen Stall machen ist leider etwas geworden, wo viel Fummelkram und so ein Krimskrams dort rein geflossen sind. Ne? Ich werde euch nachher mal diese ganzen Clips hier anhängen, aber vielleicht mal vorweg ein paar Wörter. Also, Ziel war es diesmal, 3 Bereiche und dass die Wannen zum Rausnehmen sind. Ne? Sonst habe ich die Wannen immer fest installiert, aber da die Wannen bei diesem Exemplar dort hinten, also den Stall, den ich hier abgerissen habe, die kaputte Wanne liegt dort hinten, da sind leider 2 Löcher reingekratzt worden von den Kaninchen und somit möchte ich ganz gerne als Option das so haben, dass ich die Wannen auch herausziehen kann. Also aus einem schnellen Gedanken ist tatsächlich viel Fummelkram geworden, ne? Denn es muss ja alles passen und die Zwischenverstrebung und hast du nicht gesehen und ein Brett, was man so auch rausnehmen kann, damit man die Wannen letztendlich auch rausziehen kann. Ne? Ich denke, das hat geglückt, zumindest in dem oberen Bereich. Die 2 habe ich hier noch nicht gemacht. Und eine Tür habe ich hier auch schon mal dran gebaut. Auch da war so ein bisschen Fummelkram. Ich mag es ja ganz gerne, auch Resteholz zu verwerten, was ich jetzt im Fall der Türe gemacht habe. Erschwerend ist es dann nur, wenn die unterschiedliche Stärken haben. Gerade an dem Beispiel einer Tür, wo dann die Scharniere auch nicht mehr funktionieren, sondern da musste ich tatsächlich dann auch nochmal Scheiben darunter packen. Also ich werde in den Clips, die ich nachher anhänge, bestimmt das ein oder andere nochmal wiederholen, aber ich will jetzt hier nochmal so ein paar Informationen geben. Also es wurde auch gefragt, mit welchen Schrauben ich denn hier arbeite. Und letztendlich nehme ich nur Schrauben, damit sie auf der anderen Seite nicht mehr rauskommen. Ne? Was habe ich jetzt in dem Fall hier verwendet? Und zwar habe ich hier 100er Schrauben, also 5×100. Ne? Das sind die großen Schrauben, die habe ich nachher genommen, um im Prinzip die dicken Balken miteinander zu verbinden. Die werde ich nachher auch bei den Türen nehmen. Ne? Also diese Türen, die habe ich jetzt noch nicht gebaut, aber da nehme ich auch immer lange Schrauben. Aber wenn das dann soweit ist, kommen wir nochmal dazu. Und dann habe ich hier nochmal 4,5×60. Das sind auch Schrauben, die ich benutze für alles, was etwas dickeres Holz hat. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise 2 USB-Platten miteinander verschrauben möchte, dann werden die 60er Schrauben komplett durchgucken, also auf der anderen Seite. Und das gilt es zu verhindern. Ne? Aber bei solchen Sachen hier beispielsweise, ne, das Ding ist ungefähr 4 cm und dann hast du da nochmal ein bisschen, da ist es perfekt. Und ich habe auch ganz viele, wo sind die? Hier sind sie. Schrauben genommen, 4,5×40. Das sind eigentlich so die meisten Schrauben, die ich benutze, wo das dann durch die USB-Platten geht. Das ist so in etwa, was ich an Schrauben hier verwendet habe. Ne? Und natürlich für die Scharniere beispielsweise habe ich ganz kleine Schrauben. Da habe ich diese hier. Ich weiß gar nicht, was das hier ist, ob das jetzt 20er sind oder sowas. Schwierig zu sagen. Aber so in etwa, das ist das, was ich hierfür verwende. Also, was habe ich hier gemacht? Ich habe jetzt schon die eine Tür hier angebaut. Das wird ja der dunkle Bereich hier sein. Das sind die Bretter, die man dann hier herausnehmen kann. Zack, ne? Man kann sie herausnehmen komplett. Hier kommt eine Wanne rein, aber hier könnte man eine Wanne reinschieben. Ich kann das ja mal an dem Beispiel hier demonstrieren. Nee, kann ich jetzt nicht, weil ich hier noch nicht fertig bin. Und zwar soll ja die Wanne hier reingeschoben werden, ne, auf diese Höhe im Prinzip, auf der Seite. Und da fehlt noch die Einkerbung hier. Denn ich brauchte dieses Mittelteil hier für die Türen. Ne? Und da musste ich dann quasi nochmal mit der Stichsäge so ein Loch reinschneiden, damit ich dann die Wanne auch schön rein und rausholen kann. Ja, so im Großen und Ganzen ist der obere Bereich gut vorangekommen, sage ich mal. Ich bin leider noch nicht fertig geworden, aber das müssen wir dann nächste Woche noch mal
zu Ende bringen, sage ich mal. Also, warum hat das überhaupt alles so lange gedauert? Weil ich mir ewig lange Gedanken machen musste, wie wir das am besten gestalten wollen mit diesem Ding dort hinten. Und zwar sind die Wannen 60 tief. Das Ding hier hat aber ein Innenmaß von 68. Das heißt, dass wir hier ein paar Zentimeter Luft hatten. Und ich habe mir ewig lange überlegt, ob ich so ein Brett hier vorne hin machen möchte oder hinten. Und habe mich dann letztendlich doch für hinten entschieden. Und dann musste ich hier diese Hölzer schneiden und hier und da tausend Sachen überlegt. Ne? Und letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, dass die Hölzer hier hinkommen. Und so ist es dann jetzt in etwa. Ne? Also die anderen Buchten werden auch so nach dem Prozedere hier gemacht. Dann werden wir hier mal die Kaninchen testen, ne? Mal reinlassen, gucken, wie sie darauf reagieren, um dann zu schauen, ob man bei dem zweiten auch nochmal so einen Fummelkram dort machen möchte. Ne? Ich habe auch diese Dinger hier dran montiert, damit kein Dreck oder ähnliches da drunter kommt, sondern das soll dann hier drauf oder am besten runterfallen. Dieses Brett habe ich so ein bisschen schräg gemacht, falls sie drauf pullern, weil es ja doch 10 cm Lauffläche sind über die ganze Bucht, sage ich mal, ne? Dass es dann da auch so runterfließt. Denn es ist dann schon, ich sag mal, ein bisschen nervig, wenn hier der ganze Dreck hinkommt, dann ist es doch besser, wenn das so ein bisschen geschützt ist. Ne? Das war so ein Learning by Doing. Ne? Man macht ein bisschen was, dann kommt eine bessere Idee, macht das dann wieder ein bisschen anders. Dann ist das Holz leer gegangen, ich musste nochmal das Holz kaufen. Ich denke, das wird sehr interessant werden, das Ding hier. Aber es braucht noch ein bisschen Zeit, bis das dann soweit ist. Ne? Wieso habe ich hier keine Sitzmöglichkeit mehr für die Kaninchen gemacht? Und zwar war das große Problem dort hinten an dem Stall, dass ich die nicht mehr so vernünftig sauber machen konnte. Also mit der Kehrschaufel habe ich ständig dagegen gestoßen und konnte nicht mehr die Kehrschaufel schwingen sozusagen. Und das war dann ein bisschen nervig und darum habe ich das jetzt hier größer gemacht. Und ich wollte natürlich jetzt nicht noch mehr Heckmeck, ne? Ich meine, gut, man könnte das relativ schnell machen, aber ich habe das jetzt so gelassen. Ich denke, für diese Geschichte ist das absolut ausreichend. Ja, leider wird jetzt noch ein Teil kommen, wo ich dann den Rest fertig mache. Der Rest wird schneller gehen, weil hier sind die Ideen ja jetzt schon gefestigt, ne? Und das andere ist dann quasi Fließbandarbeit, nur jetzt ist die Zeit leider schon sehr vorangeschritten. Von daher wird es noch ein Teil geben, wo ich dann den ganzen Rest hier einmal machen werde. Und dann hätten wir es geschafft mit dem Dreierturm, ne? Also das ist das Zwischenergebnis, sozusagen. Ich hänge euch jetzt mal die ganzen Clips an. Jetzt haben wir dieses Teil hier angebaut. Die Vorderseite, das Gesicht quasi, das werde ich mit gutem Holz machen, ne? Denn da gucke ich immer drauf und da soll das dann schick aussehen. Nicht, dass das hier nicht schick ist, aber ich finde, das sieht irgendwie so nach Baustelle aus, findet ihr auch, diese USB-Platten. Und von daher wird vorne dieses Vollholz genommen, Nut- und Federnholz quasi. Und ich habe jetzt hier ein kleines Stück angeschnitten, immer noch so. Ich habe die Wanne immer noch nicht sauber gemacht, aber einfach mal so zum Beispiel, dass man das hier vernünftig rausziehen kann. Und da habe ich einfach die Breite genommen von Ende hier bis zu diesem Balken hier. Denn hier kommt ja nochmal ein Stall dran und von daher können wir das hier ganz vernünftig nachher herausziehen. Folgendes Problem ist jetzt da, das wird im Laufe des Videos noch geklärt werden, aber ich will es jetzt einfach mal auftun, dieses Problem. Was hat die Wanne jetzt hier? Genau 60, seht ihr das? Und hier sind tatsächlich sogar noch mehr, hier sind 68 und ein paar zerquetschte. Das heißt, dass wir hier so eine kleine Differenz haben. Das kommt daher, weil ich diese Platte hier nicht gekürzt habe. Man könnte es auch machen, um sich diesen ganzen Stress zu ersparen, im Prinzip die Platte auf diese Höhe hier herunterkürzen, ne? Das hier wegmachen. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht. Und zwar hatte ich so ein bisschen Bedenken, weil wenn der Stall hier nur 60 cm tief ist, dass der eventuell zu unstabil wird. Also wenn er einen Schlag mit dem Wind bekommt oder ähnliches, dass er dann umkippt. Jetzt ist der bombenstabil, ne? Also man kann ihn gar nicht bewegen hier. Und ich wollte einfach nur verhindern, dass er zu schmal wird und zu anfällig für Windgeschichten und ähnliches. Von daher muss ich mir hier noch eine Lösung überlegen.
Es gibt zwei Varianten, die jetzt angedacht werden. Die erste, die ich tatsächlich aktuell auch bevorzuge, ist quasi hinten so ein Abstandstück zu machen und dann hier quasi so ein Brett hinzumachen, dass wenn die hier drauf sind, das so ein bisschen schräg zu machen, und sollten sie da drauf pullern, dass das dann auch hier runter fließt, und dann hätten wir hier fast einen Abschluss. Hier kommt ja nochmal so ein Brett hin, was man dann so rausnehmen kann, und dann die Tür, und dann würde das dicht sein und direkt nah an der Tür sein. Die zweite Möglichkeit, die ich tatsächlich nicht bevorzuge, wäre es, ganz hinten an die Wand zu packen, und wenn hier dann quasi die Tür ist, hätten wir hier immer noch diverse Zentimeter, die aufgefüllt werden müssen, dass das dann quasi so ein bisschen an die Tür dran geschraubt wird oder an das Brett, das hier ist, dass das wie so ein Abstandhalter quasi da ist. Das wären so die zwei Möglichkeiten, die mir jetzt so einfallen. Ich bevorzuge die von mir erst genannte, denn das würde so ein bisschen in diese Thematik hier hineingehen, so wie es bei den blauen Wienern ist, ne? Das Endstück ist ein bisschen schräg anmontiert, das heißt, sollten sie da wirklich mal drauf machen, würde das runterfließen in den Strohbereich und somit tatsächlich auch, zumindest ist das die Theorie, würde jetzt nichts darunter in das Holz hineinfließen. Also wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe ausgemessen, wie viel von Stallende quasi oder Anfang, je nachdem, bis hierhin ist. Das waren in meinem Fall jetzt 8 cm, die habe ich jetzt ausgemessen und habe halt ein Brett von unten hier dran gehalten bis hier oben, und alles, was da drüber stand, wir können das jetzt mal sehen, wenn ich das hier darunter festhalte, dann steht hier einiges drüber. Dort habe ich dann von der anderen Seite einen Strich gemacht. Falls der Stall schief sein sollte, hätten wir das exakte Maß individuell für diese Ecke auch angepasst. Das schneide ich jetzt einmal ab, hier oben, wo der Strich ist. Und dann messe ich 8 cm aus und dann schneide ich sie ab. Ich habe jetzt hier die Nut quasi auf diese Seite gepackt, weil hier wird ja sowieso nur der andere Stall dran gesteckt. Und hier ist halt die Schneidegrenze oder die Schneideseite. Ist natürlich immer ja ein bisschen Raum, man könnte es jetzt noch schmirgeln und ähnliches, ich mache es jetzt in dem Fall nicht, aber wenn man es ganz korrekt haben möchte, dann würde sich das anbieten und dann würde das auch wie gewollt aussehen, ne? Das mache ich jetzt auch an der Seite und dann schraube ich das dran an allen Querlatten quasi, mache ich dort 2 Schrauben dran und dann war es das sozusagen. Wenn man den Stall selber baut, kann das sein, dass die Höhe der einzelnen Ebenen sich ein bisschen unterscheidet. Von daher muss man da immer individuell ausmessen. Hier in dem Fall war es jetzt 50 cm von dem unteren bis zur oberen Geschichte hier. Ich habe jetzt ein Brett hier gesägt. Das kommt dann hier so dran. Dann werden hier jetzt gleich nochmal so ein Vierkantholz dran gemacht, wo ich das von hier nach da anschraube. Und auch nochmal an das Brett. Also das Brett wird von der Seite hier dran montiert und dann ist es fest. Ne? Dann kommt hier nochmal so eine Luke hier hinein, die schneide ich jetzt gleich nochmal heraus und dann haben wir das erste Brett fertig. Wie mache ich jetzt das Loch hier, damit hier auch nochmal so ein bisschen Holz ist und nicht die Wanne von der Seite hier zu sehen ist quasi. Mache ich jetzt hier einfach so einen Strich, also ich habe es noch nicht festmontiert, einfach nur reingestellt, hier so einen Strich und dann ungefähr per Hand quasi mache ich dann hier nochmal so eine Öffnung, so in diesem Format ungefähr, ne? Halt nur gerade nach Möglichkeit, ne? Dann schneide ich das hier raus und dann haben wir die perfekte Tür. So, das Teil wäre dran. Wir gucken einmal hier die Prüfung mit der Wasserwaage. Total schief. Das ist jetzt natürlich echt doof, ne? Aber nun gut, ich meine, für den eigenen Bereich ist das ganz okay. Also, wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe das Teil hier ausgeschnitten, ne? Und habe jetzt hier nochmal so ein Holz dran montiert. Quasi, ne, damit das von der Seite dran geschraubt werden kann. Ich weiß nicht, ob man das da so sieht. Das heißt, hier ist es fest. Dann habe ich hier nochmal ein kleines Holz zur Stabilisierung dran gemacht. Hier und von der Seite auch nochmal dran geschraubt. Ne? Hier sieht man das.
damit das hier auch irgendwo noch fest ist. Und zum Schluss werde ich das hier von außen nochmal irgendwie montieren, festmachen, damit das dann nicht mehr so rumwackelt. Aber jetzt erstmal so als Zwischenstand ist das absolut ausreichend. So ein kleiner Fusch hier nebenbei, ne? Das Brett war schief und schaut euch das jetzt mal an hier. Sehr gerade, ne? Aber es ist nur hier gerade. Wieso ist es jetzt gerade? Weil ich dort eine Schraube reingemacht habe. Wieso wollte ich das Brett jetzt gerade? Normalerweise ist es völlig egal, aber ich habe das jetzt hier gerade gemacht, weil hier ja auch nochmal irgendwie über die gesamte Länge nochmal was dran kommt und dann sollte das schon vernünftig und gerade sein. Problem ist der Bereich dort, dieses kleine Holz dort, das habe ich offensichtlich zu weit nach hier rangeschraubt. Das hätte noch ein bisschen weiter in die Richtung gemusst und dann wäre es auch gerade gewesen. Aber so passt das jetzt auch. Also es ist sehr stabil, absolut ausreichend. Von daher alles gut. So, jetzt schneide ich das Teil hier quasi für den unteren Bereich rein. Ich habe hier im Brett schon zurechtgeschnitten, dort einfach reingestellt, geguckt, wie hoch diese Höhe hier ist. Das hier dann schon quasi angezeichnet und dann habe ich jetzt hier eine Tür von ungefähr 21 mal 25. Das sollte ausreichen. Gerade für die Kaninchen in meiner Größe ist das, denke ich mal, eine gute Geschichte hier, ne? Da kommen sie auf jeden Fall ganz locker durch, sage ich mal. Wir kommen jetzt zu dem Teil, wo es tatsächlich knifflig wird, ne? So Kleinkram, sage ich mal, aber der hält auch immer ewig auf. Also der Plan ist ja, hier kommt eine 50er Wanne rein, das ist alles hier soweit fertig, bis auf das hintere Teil. Also ihr seht ja, will ich hinten den Abstand oder vorne, das gilt es noch zu entscheiden. Ich habe jetzt mal die Wannen hier hineingelegt, die letztendlich dann auch in den Bereich hineinkommen. Hier werden auch zwei Wannen sein, einmal eine 80er und einmal eine 50er, also 80 mal 60 und 50 mal 60, ne? 60 ist die Tiefe und 80 die Länge, beziehungsweise hier 50 die Länge. Da das Teil hier länger ist als 130 cm, müssen wir hier auch so ein bisschen abstandmäßig eingreifen. Und die Idee ist folgende, dass ich im Prinzip so ein Brett hier, ein Nut- und Federnbrett hier zurechtschneide, dass hier eins reinkommt, obendrauf so ein Brett, so wie ich das bei den anderen Stählen habe, eigentlich bei allen hier, ne, wo zwei Kammern so sind. So, ich war jetzt gerade los, für euch wahrscheinlich gar nicht bemerkbar, aber ich brauchte noch ein bisschen Holz, darum habe ich mir hier nochmal so ein Paket geholt, 2 Meter in der Länge, Feder- und Nutholz und auch nochmal Holz für die Türen. Ich wollte das nicht mit so fettem Holz machen, darum habe ich mir ein bisschen was Dünneres geholt. Also, was ist das Zwischenergebnis? Wir hatten ja das Problem, dass die Innenmaße größer sind als die Wanne. Das heißt, dass die Wanne zu weit reingeht und hier zu viel Platz gewesen ist, ne? Hätte man theoretisch beheben können, wenn man das von vornherein vernünftig gemacht hätte und 5 cm hier überall einmal abgesäbelt hätte. Aber das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe das jetzt einfach so gelassen. Von daher müssen wir ein bisschen improvisieren, ne? Improvisieren heißt auch viel mehr Zeit verbraten. Also das, da muss man sich immer im Klaren sein, ne? Wenn man das nicht gleich von vornherein vernünftig macht, dann braucht man Zeit, um das vernünftig nachher gerade zu ziehen, zum Schluss, ne? Also, folgender Plan. Ich habe jetzt hier 2 Kanthölzer geschnitten, 10 cm in der Länge. Die haben eine Stärke hier. Ein Stück davon ergibt dann in Summe knapp über 6 cm und das ist dann auch absolut ausreichend. Hier habe ich das schon hingebaut, seht ihr? Da hinten eins in der Mitte, zack, es geht hier ran. Und hier kommt das Brett davor und dann hier die Türen. Und dann kann man die Wannen auch herausnehmen. Dieses Brett werde ich jetzt, das hat einen kleinen Winkel, falls sie mal da drauf pullern, dass es dann runterläuft. Natürlich ist jetzt die Gefahr, wenn sie da drauf machen, ne, dann kommt man da nicht ganz so leicht rein, sondern dann muss man die ganzen Wannen herausnehmen. Aber wir nehmen das jetzt so hin, ne? Das ist jetzt tatsächlich ein Übel, mit dem wir jetzt hier leben müssen. Ich werde gleich das Brett von oben anschrauben hier, damit wir das dann gleich fest haben. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt über.
Ein Stückchen sind wir nun weitergekommen. Wir haben jetzt hinten das Brett festgeschraubt. Ihr seht selber hier, man kann es so rein und raus schieben. Ne? Ist ein bisschen knapp hier alles, also relativ wenig Platz. Vielleicht hätte man noch so 1-2 mm mehr Luft lassen können. Ich habe jetzt von einem 15er hingeschnitten und dran montiert. Vielleicht wäre es besser gewesen, eine 12er zu nehmen. Ne? Dann wäre ein bisschen mehr Luft hier. Seht ihr den Unterschied? Aber so ist es auch okay. Also es wackelt nicht, hat aber auch keine Luft, ne? Je nachdem, wie man es dann so auffasst. So, also, was habe ich jetzt gemacht? Hinten ist das Brett dran, die Abstandstücke sind vorhanden. Ich habe jetzt hier nochmal so ein Zwischenbrett gemacht. Dieses Brett ist nicht fest, weil das brauche ich nachher, um es herauszunehmen. Hier ist eigentlich ein Holz fertig geschnitten, das andere dran geschraubt. Ganz einfach. Ich habe mit so einer Trennungsgeschichte hier relativ gute Erfahrung gemacht. Da können sie drauf rumspringen, da können sie dran rumnagen und kein Dreck fällt dazwischen. Ne? Das ist so das Wichtigste, würde ich sagen. Hier, damit nicht so viel Luft dazwischen ist und da auch nichts reinfällt. Was mache ich jetzt hier mit den Dingern hier? Hier werde ich jetzt Kanthölzer schneiden und hier dran befestigen. Nun habe ich diese Dinger hier da dran geschraubt. Warum mache ich das? Damit da drunter nichts fällt, weil das ist doch schon sehr, sehr nervig, sag ich mal, wenn hier in dieser Ritze dort sich dann allerlei sammelt. Wie habe ich das gemacht? Ich habe jetzt einfach hier ein Kantholz angelegt, habe das dann ausgemessen, zwei Löcher reingebohrt, damit man das gleich vernünftig anschrauben kann und gut ist, ne? Vielleicht nicht ganz ransetzen, damit das nicht auf maximaler Spannung ist, aber so ein bisschen Luft und dann passt das auch. So in etwa wird das dann aussehen. Hier war es natürlich ein bisschen knifflig, weil ich noch alles verschließen wollte. Da musste ich hier noch ein bisschen was rausschneiden. Ansonsten würde das so aussehen hier. Zack. So in etwa. Für mich auch das erste Mal, dass ich die Wand so baue, dass ich sie auch herausnehmen kann. Sonst müsste ich immer noch das ein oder andere Brett abschrauben, aber ich wollte ja, weil die eine Wanne so kaputt gewesen ist, wollte ich Wannen haben, die ich dann so herausziehen kann. Kleiner Zwischenstand, ich habe jetzt das Brett davor gemacht, quasi. Ich habe jetzt keine Befestigung oder ähnliches, weil hier ist einfach kein Platz für eine Befestigung. Von daher habe ich sie einen Millimeter größer gemacht, als sie sein sollen. Und somit klemmen die dann da drin. Ich hoffe, dass das dann so funktioniert. Sollte das nicht funktionieren, eine schlechte Lösung sein, muss ich mir mal überlegen, dass ich hier mal irgendwie etwas festmachen kann an beiden Seiten, dass das Brett dann nicht einfach so rausfällt. Ne? Sonst ist das jetzt ein schöner Sichtschutz. Zack, rausgenommen. Und dann kann man die Wannen auch schön elegant hier herausziehen. Kleiner Zwischenstand. Ich habe jetzt hier nochmal so ein Vierkantholz dran geschraubt, damit ich das hier gleich vernünftig mit den Türen auch noch machen kann. Und da braucht man einfach nochmal so ein Mittelteil hier. Das ist jetzt natürlich ein kleines Hindernis, wenn man die Wannen hier herausnehmen möchte, wie beispielsweise jetzt hier. Und zwar ist der Plan jetzt folgender. Zack. Mal rausnehmen hier das Brett. Also, die Wannen haben nur hier mehr Bedarf an Platz quasi. Ab hier ja nicht. Und von daher kommt hier dann so eine kleine Aussparung rein mit einer Stichsäge. Und so kann man dann die Wannen rein und rausschieben. Das ist der Plan. Kommen wir zu der Tür hier. Ich habe hier noch einen Haufen solcher Reststücke hier, ganz viel in der Länge von ca. 60 cm bis 64 cm. Und daraus mache ich jetzt die Türen. Also ich nehme nicht das gute neue Holz, sondern das alte quasi. Und habe jetzt hier schon mal so eine Tür vorbereitet. Wie habe ich sie gemacht? Ich habe geguckt, wie viele Bretter passen hier rein. Das sind in dem Fall 4. Ein kleiner Spalt bleibt noch übrig, aber zu denen kommen wir gleich. Und habe dann im Prinzip so ein Brett, was sowieso kaputt gewesen ist, das quasi als Verbindungsstück genommen, um die einzelnen Bretter miteinander zu verbinden. Nun gucken wir gleich. So in etwa sollte das dann sein. Ich halte das jetzt nur mal ran. Ich mache hier gleich
einen schönen sauberen Schnitt, damit das auch sehr gut aussieht. Und das war's dann. Hier kommt das nochmal so ein bisschen ran. Und dann haben wir hier noch eine Kante, die relativ unschön ist. Diese Kante lassen wir gleich verschwinden, indem wir hier einfach nochmal so ein Holzteil dran machen. Ne? Dann schlägt hier die Tür gegen und zeitgleich ist auch die Kante weg. Ne? Das ist so, ich sag mal, der Fusch am Bau. Ne? So, Freunde, die Zeit läuft davon sozusagen. Ich habe jetzt das Teil hier endlich dran bekommen. Das Problem ist, wenn man hier mit Restehölzer arbeitet, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, habe ich hier unterschiedliche Stärken. Ne? Wenn man da die Tür einbauen möchte, dann kommt man nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Darum musste ich hier nochmal Scheiben drunter packen, genauso wie auch hier. Damit das auch noch stabil ist, habe ich jetzt so eine lange Schraube durchgedreht. Ne? Man sieht es da. Und jetzt ist das Ding fest. Ich hatte vorhin auch so ein Holz hier hinter dran gemacht, aber das sah irgendwie komisch aus. Darum habe ich mir jetzt nochmal die Mühe gemacht, hier nochmal so ein Ding abgesäbelt. Das kommt jetzt hier dran und dann habe ich hier gleichmäßig überall einen halben Zentimeter Spalt, hier einen halben Zentimeter. Von daher, so sieht das dann auf jeden Fall besser aus. Wie mache ich jetzt das Ding hier fest? Und zwar schneide ich das hier gleich nochmal auf Länge. Und dann bohre ich das hier einfach fest mit zwei Schrauben und gut ist. So, das war Teil 2. Teil 2 war viel knifflige Arbeit, viel hin und her geschnippelt, ne? Aber ich denke, die Idee ist jetzt da. Alles andere ist jetzt nur noch Fließbandarbeit, mehr oder weniger. Ne? Gut, das müsste man sich auch noch mal überlegen, aber das kommt dann im nächsten Teil. Ich werde jetzt die Überschrift vom ersten Teil auch noch mal ändern. Ich hatte ja 1 von 2 geschrieben, jetzt muss ich das ändern auf 1 von 3. Und dieses Video wird 2 von 3 sein quasi. Das heißt, das dritte Teil, ich weiß noch nicht genau, wann es kommt, aber irgendwann in nächster Woche. Vorausgesetzt, das funktioniert alles von der Zeit her. Ne? Ansonsten werden wie gewohnt normale Videos kommen, aber das hier frisst doch Zeit und wir müssen mal schauen, wie sich die nächste Woche entwickeln wird. Ne? Ja, ich denke, wir sind jetzt wieder mal zu dem Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.